und das übliche Zwergfürstfell und From a High Place. Ja. Hm. Man kennt es. Beim Kirchbau gehen viele drauf. So, dann muss ich mal ganz kurz in meine Redstone-Truhe gucken, ob ich beide Faltungen gleichzeitig gelöst krieg. Dann könnte ich mal bitte ein Schwein oder irgendwas hier oben haben. Schwein. Hoff, du kannst Schwein, doch. Ein Schwein. Ja, genau. Ein Schwein. Hoff, du kannst doch Sachen spawnen. Oh, die Kirche sieht sehr schick aus hier. Was sieht sehr schick aus? Deine Kirche sieht richtig geil aus mit meinem Shader. Mhm. Gerade die Fenster sehen echt nice. Die sehen bei mir in Vanilla nicht so hübsch aus. Moment. Jetzt habe ich gerade meine Facecam, glaube ich, wieder ausgeblendet, aber ist ja egal. So, jetzt müsste ich wieder da sein. Also, ich glaube, du hast jetzt erstmal genug Schweine. Nö. Doch. Ich bin mir ganz sicher, dass du genug Schweine jetzt hast. Es kann nie genug Schweine geben. Es sind zu wenig! Nee. Genau richtig. Ich hab gesagt, zu wenig! Und ich okay. Hab gesagt, genau richtig. Gut, dann testen wir mal den Gall, ob die jetzt gerade keinen Schaden kriegen. Potenziell. Nein, momentan stehen sie einfach. Okay, und sie stehen sogar in der richtigen Position. Eventuell muss ich hier noch eine Wand bauen. Wand. Hm, soll ich mir Käsefondue machen? Ja. Ja. Bei Käse ist die Antwort immer ja. Käse. Na, dann schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. So ein bisschen. Das war ein Block zu hoch, überall. Ich glaube, ich muss das Ding breiter bauen. Hm. Ja, das Schwein hat eine zu große Hitbox. Das Schwein ist zu fett für den Galgen. Es bleibt stecken. Dieser Moment, wenn du im Gang stecken bleibst. Ja, stell dir das mal vor. Die Leute sollen durch die Falte durchfahren und bleiben einfach stecken. Gerade so halb auf Zug, dass es unangenehm ist, aber nicht tödlich. Das ist ja noch schlimmer als der Tod. Ja, mit dem Arten schieben. Ich würde es dann auch ganz gern beenden. Zu fett für einen Gang. Das ist so eine Demütigung. Da hast du dann auch keinen Bock mehr. Oh, so will es gehen. Ja, okay. Höhe funktioniert. Dann bauen wir es doch anders. Aha. Und einen Anti-Galgen gerade. Ja, ich baue einen, der Leute wieder eben lebendig macht. Nee, einen, der genau andersrum funktioniert. Normalerweise machst du die Falltür auf, damit die Leute fallen. Hier mache ich die Falltür zu, damit die Leute fallen. Ist das eine gute Idee, eine Glocke in den Turm zu hängen? Ja. Glocke ist immer eine gute Idee. Ja. Wo willst du die Glocke denn sonst hin tun? Dann steht doch ein Dorf, oder was? Ist doch ein... Dörfer entstehen dadurch, dass eine bestimmte Anzahl an Türen, glaube ich, erreicht war und die Villager logischerweise halt auch da sind. Okay, das steht Schwein da, steht. Aber dann steht da nicht. Dann steht da nicht nur. Dorf ist nicht von der Glocke abhängig. Ich hatte die Erfahrung, dass ich mal Singleplayer gespielt habe und es dann die
und dann eine Glocke in meinem Haus aufgehangen habe und dann waren auf einmal Villager, wie aus nix. Villager sind nichts, was respawnt, von daher. Werden mal zwei vorbeigekommen sein und haben sich entschieden, oh, hier bleiben wir. Okay. Also, möchtet ihr bei der ersten Hinrichtung zugehen Sekunde, oder nicht? Sekunde. Ja, warte kurz. Ich errichte hier noch das Kreuz. Alles noch manuell, noch ohne Hebel und so weiter. Aber sieht doch... Der Galgen sieht an sich schon recht dekorativ aus, finde ich. Oder? Ist das schon hoch genug? Eins. Drei, zwei, eins. Fuck! Ha. Das hast du gerade schon gebaut. Von wegen erste Hinrichtung. Ja, ist doch. Warte. Das dauert. Aber sie kriegen Schaden. Ach so, ja, lang und qualvoll sein. Ja, das ist es auch. Es ist gerade genau die Höhe, dass sie Schaden kriegen. Zumindest ist das letzte gerade gestorben. Bitte? Yeet. So, dann muss ich jetzt hier. Nein, falsch rum. So rum. Ja, ja, okay. Testen wir's. Beim Aufhängen schon mal Schaden kriegen? Okay. 3, 2, 1. Jawohl, so muss das. Funktioniert so, wie es sein soll. Wie sieht das Kreuz aus? Ah, hübsch. Kreuz? Oh, das Kreuz ist nett. Was ist denn das gebaut? Sind das Zäune? Nein. Das sind so Steinzäune. Ach, Steinzäune sind's. Oh, das sieht echt geil aus. Kann ich dir das zeigen unten? Ich sehe schon, wie du es gebaut hast. Das ist echt cool. Jetzt bräuchte ich noch Gitter für die Fenster oben. Gitter, Moment, hier, 63 Gitter vor mir. Sekunde, bin noch nicht unten. Ich komme. Ich bin was macht der Prof jetzt wieder? Aha, dann zeig mal bitte hier, wie jemanden hängst. Häng mal den Prof. Kann ich nicht, ich kann keine Leiden an Spielern anbringen. Sicher? Für den brauchen wir einen Scheiterhaufen. Ja, ich kann noch eine Schweinekuh hängen, Moment. Ich hab hier ein Schwein für dich. Schweinbär, Schwein. Mann! Es halb weh. Der hat sich selbst getötet, Bär, wow! Das hat sich erwarten können! Mhm. Und dann brauche ich noch eine Redstone-Verbindung und einen Hebel, würde ich sagen. Und Kokain. Das sowieso. Aber auf der Falltür stehen und getötet werden geht noch nicht, oder? Wenn die Falltür aufgeht. Klar. Hab ich doch gerade. Wenn die Falltür zugeht. Lass sie mal offen. Das hat sich jetzt nur gerade unglücklicherweise selbst getötet. So. Na komm. Ah, die stehen noch niemals auf der Falltür. Die letzten zwei standen. Och, geil. Ich muss mir jetzt, glaube ich, mal langsam was zu essen machen. Ich bin jetzt erstmal wieder raus. Mach das. Hab heute noch absolut nichts gegessen. Na, mach das mal. Von daher, euch noch viel Spaß beim Tierehängen. Viel Spaß. Komm. Auf geht's, Cheerio. Ja, Position. Und 3, 2, 1. So. Ah ja, Steinkreuz, hey. Jetzt kannst du auch einen Exorzismus durchführen, bevor du so tötest. Nee, der Priester verkündet schön das Urteil. Ich bin nur der Mann am Hebel. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Es ist eine ehrenhafte Aufgabe. Oder so. Diese Stufe ist falsch. So könnte man jetzt auch Friedhöfe machen. Das wird das nächste Projekt, ein Friedhof. Ich ohne Friedhof ist keine Kirche. Ja, hier ist ja noch viel Platz. Neben der Kirche. Ja, innen ist noch ziemlich leer, aber... Haben wir Glowstone da? Ist jetzt gerade die Frage. Haben wir Glowstone da? Den brauche ich ja hier für die Kirche.
Ein Dach wollte ich noch nicht machen. Gut. Ja, wenn du ein bisschen was hast, dann würde ich gerne den Galgen von unten so indirekt benutzen. Nee, ich hab keinen Glowstone. Glaube nicht. Wenn du welchen dann später hast. Das wollte ich erstmal das Gitter oben anbringen. So, ich baue jetzt ein bisschen Redstone. Hast du eine Glocke oder weißt du, wie man eine Glocke machen kann? Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich habe eine unten. Irgendwo. Kannst du die mir mal hochbringen? Dann kann ich den Kirchturm einbauen. Ja, die habe ich gerade in meinem Turm. Fällt mir gerade wieder ein. Naja, die bringt dort wenig im Leuchtturm. In meinem Turm. Nicht im Leuchtturm. In meinem Turm. Dann bringen sie mal her, dann bauen wir sie einen Kirchenturm ein. Das hier ist eine Kirche. Wir haben ein Höllenportal unten, also komm. Noch christlicher geht's doch gar nicht, oder? Du hast deine eigene Kirche? Mehr oder weniger. Das Ding, was ich zuerst gebaut habe hier. Ich habe zwei Glocken. Kannst du eine herbringen? Dann bring mal eine her. Ich bin auf dem Weg. Oder beide. Die Kirche kann auch mehr Glocken haben. Du kriegst eine. Oh. Der Rest ist meins. Ich hab die immerhin den Dörfern geklaut, noch. Also komm. Kann man die nicht selbst bauen? Nein, kann man nicht. Kann man nur in Dörfern klauen. So. Dann schauen wir mal. Ah ja, genau so. Ich begebe mich mal zu dir hoch. Moment. Kann ich die Kirche auch mal von oben bewundern? Verdammt, reicht nicht ganz. Ah ne, schwarze Eiche noch. So. Bin fast oben. Der Dreck kommt dann wieder weg. Wo bist denn du? Hier unten. Hier unten, ich baue gerade die Gitter ins Fenster ein. Bist du von innen daran oder was? Ach, da unten. 3, 2, 1, ich komme. Hallo. Wo bist denn du? Hinter dir. Hi. Hier kommt die Glocke, Moment. Oh, Sekunde. Hab's da. Jetzt muss nur noch dort ein Gitter. Muss mal gucken. Jetzt muss ich hier rüber. Ah, Giovanni Mau. Gut, ich baue mal mein Dreckgerüst ab, was ich genutzt habe, um... Ach nein, scheiße, ich komme da gar nicht mehr hoch. Ich muss noch das Dreckgerüst dann abbauen von uns beiden. Au. Da kam ein Modi von oben geflogen. Ich lande in dir. Immer. Nicht schön. So weit sind wir noch nicht, Modi. So, jetzt muss ich mal schauen, ob die Leine noch da ist. Nee, schon 50 Mal. Oh, ich habe die Leine verloren. Okay, ich wollte eine Redstone-Konstruktion bauen. Mehr oder weniger. Ich wollte einen Hebel mit der Falltür verbinden. Na dann. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Erstmal bringe ich mich kurz selbst um. Du wolltest sehen, wo ich die Glocke hinbaue. Na, scheiß auf die Glocke. Du wirst schon eine sinnvolle Möglichkeit finden. Man muss halt in den Turm hier rein. Ich weiß nicht, leuchtet die auch, oder? Nö. Kannst du aber beleuchten. So, Redstone. Hab ich... Nehmen wir mal 29 Stück mit. So, Rüstung ist wieder an. Das kommt man bloß nicht mehr rein. Macht man einen Hebel. Hebel. Oh, sehr easy. Cool. Das finde ich, müssten wir aber noch in der Kirche irgendwie einen Weg finden, dass man in den Turm hoch kann, dass man irgendwie... Bau eine Treppe. Irgendwo muss dann noch ein Treppen rein. Ja, innen drin ist sowieso noch nichts los. Man kann ja dann eh noch mal. Bisher ist es nur eine Fassade ohne Gott. Passt ja. Ja, will ich so lassen. Was okay, ist denn eine Kirche anderes? Eine Verschwendung von Geld. Eine Fassade ohne Gott. Steuergeld. Die meisten Kirchen, die ich kenne, sind Fassaden ohne Gott.
so nicht gehen. Meiner Erfahrung nach ist das so. Muss ich unten drunter ein Redstone-System legen anscheinend. Ja, dann bauen wir doch mal. Hier muss auf jeden Fall noch Licht rein. So. In den Turm. Sag mal, hättest du nicht an Wände machen? Ich weiß nicht. So bin ich damit befasst? Ich habe mich mit Redstone noch gar nicht befasst. So gut wie nicht. Ist nicht aus dieser Höhe runterfallen. Ah ja, so geht das. Okay. Ich jetzt den Hebel setze, dann... sind absolut gar nichts. Nice. Ich bring kurz das Schwein um, das sich hier runter verirrt hat. Frohes so. Umbringen. Immer. So. Muss es der Block genau darunter sein? Wahrscheinlich. Was meinst du, soll ich mal auf YouTube die Hawaii's neue Augenmusik raussuchen, wo ich gerade in der Kirche arbeite? Hier aus. Und wird man das wieder von der Lake geclaimed? Immer. Generell immer. Die claimen ja mittlerweile alles. Also der Chef von denen, habe ich gehört. Kannst du auf Erde platzieren, okay. Das mache ich gerade mal, wo gerade Esel da sind. Seht die 27. Okay, so geht das. Nein, nicht etwa recht aus, sondern... aber ist nur ein Soundtrack. Oh mein Gott, die Schweine, ey. Wie funktioniert Redstone? Da gibt's glaube ich Wiki für. Ja, ich weiß nur nicht, wie die funktionieren. Ich muss doch eine direkte Linie legen, aber wie... Ah ja, der was mache ich hier bloß, da war das gut. Nee. So was anderes. Wenn das Kessel connected ist. Man kann Redstone nicht über Holz laufen. Moment. Doch, kann's. Seltsam. Gab's doch das eine, ein Herz für Kinder. Genau das war's. Schöne Musik. Da, 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 da. Passt so schön zur Kirche. Oh, cool, jetzt geht's. Herz für Kinder passt gut zur Kirche. Böse. Nein, jetzt kann ich das Ding nicht mehr zubauen. Nein. Kennst du nicht das hier? Habe ich neue Augen? Wo die kleine Lilly im Kloster aufwächst und.
Ich sag's ganz ehrlich, ich hab das weder das Let's Play noch das Spiel jemals irgendwie verfolgt oder gesehen. Schade. Es ist absolut nicht meins gewesen. Ich hab's gespielt. Könnte ich mal wieder machen. Schon welchen her. Ja, für dich ist ja eins der besten Spiele überhaupt. Wenn er bricht aufs, auf jeden Fall. Warum werde ich nie ganz verstehen? Weil es eine richtig geile Story hat. Halt nicht. So, Glocke. Nein, die ist ein bisschen mickrig, aber gut. Es ist eine Glocke. Du kannst nur eine große oben dran bauen und das nur als quasi Symbol dafür nehmen. Ein bisschen mickrig für den Turm. Kannst dich auch gerade von eine Treppe gibt's noch nicht, aber du kannst dich von oben reinbauen. Du kannst, da siehst du es. Muss doch einfach so. Konnte man die nicht in der neuen Version sogar? Kommt man die nicht in der neuesten Version sogar läuten? Ich meine ja. Kannst die auch läuten, mach halt Rechtsklick drauf. Ah, sehr schön. Jetzt muss man mit Gold halt eine da rumbauen, mit Goldklötzen. So liegen würde, wäre das auch akzeptabel. Funktioniert es so halt nicht? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ah ja, den Block genau darunter muss ich dann. Oder? Das hört man aber nicht weit, oder? Das mit der Glocke. Das geht relativ weit. Das hast du nicht gehört, das mit der Glocke, oder? Ich habe auch gerade relativ laut Musik an. Und ich glaube, ich hab Minecraft auch eh aufs ohne Sound. Ach so. Ich habe nur die Musik ausgestellt, den Sound habe ich schon an. So, am besten wäre durch eine Leiter, die hier hochgehen würde. Das ist ja am praktischsten. Ich das hinten rum verlegen, würde ich sagen. Das andere hätten das hier in 2 Sekunden gebaut, diese Redstone-Konstruktion. Es ist einfach nur da, um verdeckt eine Glocke zu läuten. Aber nein, ich brauche dafür Stunden. Eine Glocke läuten? Eine Falltür zu schließen. Falltür zu läuten, habe ich gesagt, glaube ich. So. Da wird gehmt. Ja, ich überlege. Das ist hochtechnische Konstruktion hier. In Minecraft. Warum funktioniert das jetzt nicht? Nein, da bricht aus. Das ist wirklich ein geniales Game, auch wenn du es mir nicht glauben willst. Es ist halt einfach nicht meins. Du musst ja nicht. Zwingt dich auch gerne, das zu mögen. Doch, du? Nö. Geht das aber nur von der Seite? Warum nur von der Seite? Oh, wahrscheinlich weil es an dem Block vorne angelehnt ist oder sowas. Oder? Fuck. Leitung einfach so bauen, dass es hinten das Ding erwischt. Will ich den Galgen eventuell ein Stückchen größer bauen, aber das ist ja nicht das Problem. Wollte ich ja eh. Will war das das Problem? Ja, war es. Verdammte komplexe Konstruktion in Minecraft. Die Richtung von den Leitern muss auch noch stimmen.
Von den Leitungen, Entschuldigung. Bei mir spielt hier gerade Orgelspiel. Bei mir spielt hier gerade Orgelmusik. Ach, Kirche. Orgelmusik war immer das Beste, wenn es nicht unbedingt die alte Dame ist, die spielt. Dann haben wir jetzt neue Augen-Soundtrack. Ein Herz für Kinder. Hast bei euch eigentlich auch immer eine alte Dame, die Orgel gespielt hat? Nö, ja, ein alter Herr. Es war immer irgendjemand Altes, oder? So sieht's jetzt halbwegs gewollt aus, wenn ich die jetzt hier runter kommen lasse. Was hier? Kann man da eine Leiter dran bauen? Oder? So, wie war die andere Seite da aufgebaut? Hinten war das und dann einfach nur eine Treppe rüber. Okay. Sieht jetzt ein bisschen klobig aus, aber ja. Hier eine Leiter an der einen Seite und dann kann man hochklettern. Okay, sieht genau gleich aus. Perfekt. Dann noch zwei Blöcke Erde und dann habe ich die komplexeste aller Redstone-Konstruktionen geschafft. Eine Falltür öffnen und schließen. Hier müssen wir jetzt noch was Tolles hinbauen. Und das funktioniert nicht mehr. Fuck! Doch, es funktioniert wieder. Oh, ich darf... Hä, darf ich das hier nicht zubauen oder was? Irgendwas Abstraktes bräuchte er jetzt oben noch dran. Diesen einen Block nicht. Oh. Wegen der Ecke. Das ist jetzt echt nicht so cool. Wir haben ein Loch. In der Konstruktion. Warum darf ich da kein Ding ranbauen? Okay, dann muss ich das nochmal aufreißen, nochmal Tiefbau betreiben und gucken, ob ich das ändern kann. Jetzt eins weiter dahinter setzen oder ich könnte es einfach hier rüber lenken, was definitiv intelligenter wäre. Konstruktionsprobleme bei der Falltür. Es ist halt die simpelste Konstruktion dieser Welt. Eigentlich. So. Die funktioniert wieder. Hey, wir können wieder Leute umbringen. Also Tiere. Ja. Ein paar Schweine sind da ja noch. Die müsstest du mal hinten umbringen können. Ja, ich teste gerade. Moment. Gibt's viel Fleisch. Würden Sie bitte auf die Falltür. Schwein. Bringen Sie immer schon um, bevor Sie da sind. Suizidschweine. Vielleicht sollte ich sie einfach mal hinführen, bevor ich sie hin. Verdammt. Na komm. Na komm, Schwein. Das ist so das Konstrukt vorne an der. Nein. Das künstlerische Konstrukt vorne an der Tür. Was irgendwie seltsam aussieht, aber dann auch wieder. Irgendwie argumentiert werden kann, dass es gewollt ist. Und irgendwie ein Kreuz darstellt, irgendwie auch nicht, irgendwie Kunst am Bau ist. Also momentan ist die Erfolgsquote bei der Falltür gleich null. Das ist schlecht. Die Schweine bleiben halt nicht auf der Position stehen, bei der sie stehen sollten. Vielleicht erst die Falltür runter, dann. Auf, ja, und dann. Nein. Komm schon. Ja, nein! Komm schon. Nächster Schalter. Die Leute auf den Galgen zu führen, wird die. Danke!
mach den Schalter bitte wieder an. Danke. Okay, was funktioniert? Was passiert denn ja, mit dem Schalter? Funktioniert. Ja, die Falltür. So, jetzt steht's in Position. Und dann rennt's weg. Wahrscheinlich. Oh, ich weiß warum. Warum? Ich hab das Ding an die falsche Stelle gebaut. Tja. Nun, unangenehm. Es läuft nach vorne. Ja, warum wohl? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Tja, dann brauchst du an der richtigen Stelle. Das müssen sein. Dann funktioniert der Geigen jetzt aber nicht mehr so richtig. Das sehen Sie da. Doch, jetzt funktioniert er. Naja. Ich muss den aber noch mal ein Schwein auf. Ich muss ihn noch ein bisschen umdesignen. Schalter an. Ja, es steht in Position. Schalter aus. Es hängt. Es freut sich. Und wann stirbt es? Wann stirbt es? Stirbt irgendwie gar nicht. Gib ihm Zeit. Das ist belastend. Ja. Wahrscheinlich wegen der Falltür. Es hat gerade Schaden gekriegt, Moment. Ja, es kriegt Schaden. Okay, es dauert nur bei manchen. Lange. Dann lassen wir sie halt 24 Stunden hängen. Geht schon. Hast du zufällig Leitern? Leitern habe ich gar keine, nö. Ne.